Herzlich willkommen, hier ist User Paul mit dem Thema Backups verschlüsseln, Konzept. Es ist beruhigend, wenn alles Nötige für eine komplette Neuinstallation des Rechners zur Verfügung steht. Betriebssystem, Software und ein Backup der persönlichen Daten. Betriebssystem und Software hat man als Linux-Nutzer mit einer Installations-CD der genutzten Distribution und eventuell einer zweiten CD für Downloadstoff schnell beisammen. Für Windows wächst in kurzer Zeit eine umfangreiche Sammlung von Software. Für das Backup der persönlichen Daten gibt es eine kleine Ideensammlung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Grundsätzlich sollten die Daten verschlüsselt werden. Als Schlüssel für den Zugriff sollte eine gut merkbare Passphrase genutzt werden. Keyfiles oder OpenPGP-Schlüssel könnten bei einem Crash verloren gehen. Erstens, die persönlichen Daten oder einzelne Verzeichnisse mit häufig geänderten Dateien könnte man regelmäßig mit einer Kopie auf einem verschlüsselten Datenträger synchronisieren, USB-Stick oder externe Festplatte. Da nur Änderungen übertragen werden müssen, geht es relativ schnell. Zweitens, einzelne in sich geschlossene Projekte könnten platzsparend als komprimiertes, verschlüsseltes Archiv auf einem externen Datenträger abgelegt werden. Drittens, größere abgeschlossene Projekte könnten auf einem optischen Datenträger dauerhaft archiviert werden. Inzwischen gibt es preiswerte USB-Sticks mit beachtlicher Kapazität. Aufgrund der einfachen Verwendung sind sie für Backups im privaten Bereich gut geeignet. Für große Datenmengen kann man auch eine externe USB-Festplatte nutzen. Das Backup-Medium sollte man mit TrueCrypt oder DMCrypt komplett verschlüsseln. Die vollständige Verschlüsselung verhindert eine Manipulation des Datenträgers. Der Verfassungsschutz demonstrierte auf der CeBIT 2007, dass sich mit manipulierten Sticks Trojaner einschleusen lassen. Die vollständige Verschlüsselung des Backup-Mediums macht es überflüssig, sich um eine zusätzliche Verschlüsselung der Daten beim Backup zu kümmern. Man kann die Daten nach dem Öffnen des Backups-Containers einfach synchronisieren. Die von verschiedenen Herstellern angebotenen Verschlüsselungen sind oft unsicher. Viele USB-Sticks mit Verschlüsselung verwenden zwar starke Algorithmen, legen aber einen zweiten Schlüssel zur Sicherheit auf dem Stick ab, der mit geeigneten Tools ausgelesen werden kann und Zugriff auf die Daten ermöglicht. Und viertens, sein System komplett verschlüsseln, auch wenn man Backups verschlüsselt. In einem komplett verschlüsselten System sind sowohl die Daten als auch die Systemkonfiguration und Software verschlüsselt. Debian ab Version 4.0R1 bietet bereits beim Installieren die Option, ein komplett verschlüsseltes System unter Ausnutzung der gesamten Festplatte zu installieren. Lediglich für Boot bleibt ein kleiner, unverschlüsselter Bereich. Um diese einfache Variante zu nutzen, wählt man im Installationsdialog Festplatte partitionieren, die Option geführt gesamte Platte mit verschlüsselten LVM. Im folgenden Schritt ist die Passphrase einzugeben, welche das System sichert. Die Passphrase wird später bei jedem Bootvorgang abgefragt. Ein vollständig verschlüsseltes System macht es sehr schwer, bei einem heimlichen Hausbesuch die Software zu manipulieren und einen Trojaner zu installieren. Es ist jedoch nicht unmöglich. Wer noch einen Schritt weiter gehen will, erstellt nach der Installation eine bootfähige CD-ROM mit einer Kopie des sauberen Verzeichnisses Boot und bootet in Zukunft immer von der CD. Man sollte nicht aus Zeitgründen auf ein Überschreiben der alten Daten mit Zufallszahlen verzichten. Um die Position verschlüsselter Daten auf der Platte zu verstecken und Daten der alten Installation zu vernichten, bietet die Installationsroutine die Option, den Datenträger mit Zufallszahlen zu überschreiben. Das dauert zwar einige Zeit, ist aber ein sinnvolles Feature.
Die Verschlüsselung der persönlichen Daten im Home-Verzeichnis bieten alle Linux-Distributionen bei der Installation an. Wer keine Komplettverschlüsselung nutzen möchte, sollte zumindest diese Option aktivieren. Der Container mit den verschlüsselten Daten wird beim Login automatisch geöffnet. Die Nutzung ist vollständig transparent. Bei Verlust des Laptops sind die Daten jedoch geschützt. Das war User Power von OpenScreencast. Ciao und viel Glück!